Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu Extra Suck Day Fallout 4. Hier mit der Maya Müller am Start. Und wir haben uns letztes Mal das Holoband angehört. Und das nehmen wir natürlich auch wieder mit. Dann gehen wir mal aus den Computerterminal hier raus. Und irgendwo hier soll ja irgendwie wohl eine Höhle unter sein. Mal schauen, vielleicht finden wir die Höhle. Vielleicht finden wir da interessantes Material. Man weiß es nicht. Frage ist nur, wo hier dieser Eingang dieser Höhle sein könnte. Hier sehen wir zumindest ein paar Gerätschaften. Gute Frage. Nächste Frage. Wo könnte so ein Eingang sein? Hier hin. Was ist denn das da? Protect yourself. Okay. Protect yourself. Oh, Kochstation. Hier könnte ich wieder nochmal kochen. Ich guck mal nach, ob wir was Neues kochen können. Braten. Schauen wir mal nach. Können wir hier was Neues machen? Halt, hier haben wir Fleisch vom Mischlingshund. Köterkeule. Jetzt sind wir direkt in der Schweiz gelandet. Da können wir nochmal Maulwurfsrattenfleisch machen. Das machen wir dann auch mal. Wir kochen mal echt alles zusammen, was geht. Gibt ja mal Erfahrungspunkte. Ist also als solches nicht verkehrt. Getränke. Ach, da können wir nichts machen. Dreckige Ödländer. Da brauchen wir eine Mutterbeere Whisky. Suppe. Da geht auch nichts. Das sind alles noch ein bisschen komplexere Kochgerichte. Gut, dann gehen wir mal da raus. Das ist ja auch noch meine Werkbank. Mülleimer. Und unser Huni ist immer dabei, ganz fleißig. Aber irgendwie, wer weiß, wo hier dieser Eingang sein soll in den Keller. Kellereingang! Da unten geht's zu einer Ortschaft. Es sieht so aus, als ob wir da auch hin müssen. Da ist nochmal ein Mannequin-Anzeige. Wofür ist diese Mannequin-Anzeige? Ich glaube, das ist der Standort, wo wir eigentlich ursprünglich sind. Mal sehen, was der Pip-Boy sagt. Karte. Aha, tatsächlich. Sanctuary? Vault. Maus 1 ist Schnellreise. Jetzt drücke ich hier. Ah, Schnellreise zum Ort. Markierung platzieren. Nein. Da geht die Schnellreise nicht. Es geht also wirklich nur zu Orten, die ich schon mal hatte. Ist interessant, dass man da einfach so doppelklicken kann und da hinreisen kann. Ist aber eigentlich irgendwie ein bisschen wie Cheaten, finde ich, wenn man den Weg einfach irgendwie so überbrückt. Aber man weiß nicht, wie nachher weitet wird. Da sind mal die Preise. Da regen die Leute sich über die Spritpreise heutzutage auf. Und das ist dann 113 dann gleich. Okay, wir werden nochmal die Waffe ziehen. Munition ist auf 12. Wir sind also loaded. Wir haben geloadabled. Loadabled. Oh, da sind Viechereien. 50. Da komm mal her. Okay, baller mal rauf. Okay, da kümmert sich wohl unser Hund drum. 45er Torso. Halt, der nicht. Oh, komm. Das bewegt sich so krass. So, okay, jetzt aber. 60er Torso. Jetzt müsste ich doch treffen. Ja, hallo. Nein! Na, komm. 81, jetzt aber. Nein, das doch nicht. Ah, ich krieg diesen blöden Torso nicht rein. Jetzt aber. Das war jetzt eine Bullet Cam. Jetzt, das war definitiv eine Bullet Cam. Beine. Nee, die Beine will ich nicht. Kann ich das anders machen? WS Körperteile? WS. Aha. Und auswählen mit Q? Ah, okay, dann geht das auch so. Torso. Ja, natürlich.
Auswählen. Ach komm, verarsch mich nicht. Du hast meinen Hund hier geärgert. Und weg geht die Mücke. Stimfact für den Hund. Hallo? Ich krieg hier nicht ins Target. Hier drüben. So. Okay, Hund ist gestimpackt. Okay, der Hund kann sich also auch verletzen. Der geht nicht unendlich. Und die eine Mücke ist gerade weggezischt. Okay, das ist jetzt ein super effektiver Kampf gewesen. Das kriegen wir öfters so hin. Mach's mal auf. Hier haben wir eine Hubblume. Die nehmen wir natürlich auch mit. Einmal Hubblumen. Dann gucken wir mal, was wir hier finden. Aha, einmal eine Tür. Ein altes, verlassenes Haus. Kronkorkenvorrat, danke. Kühlschrank öffnen. Nuka Cola Quantum. Da draußen ist noch die Mücke. So. Rache. Die Mücke hat's erwischt. Kronkorken und so weiter. Einmal reloadable. Danke sehr. Es geht wieder hier rein, weil ich gucken wollte, was hier noch... da oben ist was. Zuckerbomben. Nehmen wir gerne mal mit. Zuckerbomben haben wir. Wir haben Zuckerbomben gefunden. Das ist sehr schön, dass wir Zuckerbomben gefunden haben. Gehen wir mal weiter hier hoch. Was haben wir denn da? Einmal Aschenbecher. Okay. Haarklammerbox. Auch die nehmen wir mit. Oh, 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 oh. Da fallen wir fast runter. Das wäre nicht so schön. Psycho-Buff-Out. Matratze. Eine Stunde. Wie spät haben wir es? AM. Wir haben morgens. Wir werden mal 2 Stunden schlafen. Keine Ahnung, ob das hilft. Jetzt haben wir Tag, okay. Wir haben zumindest Tageslicht. Hui, Tageslicht. 2 Stunden geschlafen. Mensch, wir sind ja fit am Start. Aber sowas von fit am Start, da ist nicht. Da ist nochmal eine Hütte. Ich werde das mal so ein bisschen von außerhalb hier so ein bisschen betrachten. So langsam den Kern nähern. Eine Kiste ohne Inhalt. Wo ist unser Hundi hin? Keine Ahnung. Wo ist unser Hundi hin? Hallo? Ah, da. Hundi, komm mal mit. Ja, kaum hat man einen Hund, dann wundert man sich, wo der Hund bleibt. Der will da hinten bleiben. Okay, lassen wir mal da hinten. Was? Ach, das war der Hund. Darfst mich doch nicht so erschrecken, Waldi, ja? Waldi Waldemar. Ich nenne die einfach mal Waldi Waldemar. Waldi Waldemar. Sowas wie Rex oder sowas wäre mir jetzt zu platt. Oder Wuffel oder so. Nee, nee, das ist Waldi Waldemar. Hallo, Waldi. Mhm. First Aid. First Aid. Wir haben eine First Aid gefunden. Mussiger Aschenbecher. Schirmlose Lampe. Sauberes grünes Kleid. Haarklammer. Todeskrallenklaue. Und Sommerkleidung. Wenn ihr nochmal mal Mode fashion mag, gucken wir mal Inventories. Kleidung. Saubere Kleidung. Sauberes grünes Kleid, Charisma, Gewicht, mustiger Anzug und Sommerkleidung. Schauen wir uns die mal an. Okay, gibt mir ein bisschen Beinfreiheit. Ist ja auch nett anzusehen. Inventory. Nee, Quatsch, so. Was hatte ich denn vorher gehabt?
Gamner, Ostboten, Smoking. Wir hatten den Vault-Anzug gehabt. Ganz im Blau und ohne. Oh, da ist noch was. Und Korken. Auch die nehmen wir mit. Schrank, Schrank, Schrank. Da ist nichts drin. Der Kühlschrank. Hoppla, da ist noch was. Zuckerbomben. Hm, wir haben Zuckerbomben gefunden. Niedrigkalorische Ernährung. Ein Spielplatz. Ein UFO. Ach so, dieses typische Design. Haben wir da. Kann ich hier mich draufsetzen? Nö, kann ich nicht. Schade. Da wird doch geballert. Hört ihr das? Irgendwo wird da geballert. Geh mal bitte aus dem Weg. Irgendwo wird da geballert. Das ist aber ungünstig. Da scheinen sich zwei Leute mindestens zu streiten oder noch mehrere. Wo ist das? Wo wird da geballert? Eine Pfütze! Das ist die Pfütze von Fitzmann. Irgendwo da hinten. Celebrate History. Ja, ja. Der Hund knurrt schon. Der weiß, dass da irgendwo was ist. Ja, 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 ja. Du hast schon knurriges Fell. Wir gucken erstmal, aber erstmal hier. Oh, 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 oh. Hab ich mich jetzt erschrocken? Warum musst du so bellen? Oh, der Hund hat jemand gefunden. Torso! Nochmal Torso. Ja, hier meinen Hund angreifen wollen. Okay, der Hund ist ein ganz schön schlauer. Der hat was gefunden. Was hat er denn gefunden? Kronkorken, Springmesser, Sturmmaske. Hey. Und reden. Nee. Sturmmaske, Lederrüstung, linkes Bein. Ach komm, ey, geh mir nicht mal einen Weg. Linkes Bein, Raider. Da kommt der nächste. Sehr schön. Torso, Torso, ballern. Okay, ein Schuss hat gereicht. Reloaden wir mal. Das ist aber sehr toll, dass hier so rumgeballert wird. Was soll das? Oh, eine Impro-Pistole. Was haben wir? Patrone, Lederrüstung. Eine Sackkapuze und nochmal eine Lederkombi, okay. Schauen wir uns nochmal hier so ein bisschen um. Da oben steht einer. Kann aber nicht ins VST, diese Zielsteuerung. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Hallo, nackiger Mann. Hey, hier oben, auf dem Balkon. Ja, ja. Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte. Ich soll euch helfen. Nehmen wir erstmal das Zeug hier mit. Abgeschlossen, Zeitreisen für Anfänger. Und es gibt Level Up. Wow, es hat ein Level Up gegeben. Es ist sehr schön, dass es ein Level Up gab. Wenn die Freiheit ruft. Nimm die Lasermuskete. Eine Lasermuskete. Fusionszelle, Plünderer-Outfit. Ich habe Plünderer-Outfit. Dann geht's da drinnen wohl weiter. Ich würde mal sagen, wir probieren mal unser Glück, oder? Gehen wir mal rein. Kommt wieder so ein ganz spannender Ladescreen. Muss ich glatt husten bei den Ladescreen, der ist so spannend.
Und da wird gleich geballert. Vorsicht! Okay, hier wird geballert ohne Ende. Ich weiß noch nicht wo. Wer ballert hier auf wen? Der wird dahin geballert und die ballern darüber. Okay. Wir versuchen uns ja mal einigermaßen vorsichtig zu bewegen. Da oben müssen wir wohl hin. Schauen wir uns mal um. Nix, nix, nix. Halt! Da hat jemand auf uns geballert. Das ist unfreundlich. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Das sind hier so Pappmaché-Figuren. Wer ballert hier auf uns? Der hier. Torso, Torso, bumm. Stimpack 3. Danke. Den habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. Nehmen wir mal alles mit. Der Hund schaut schon ganz grimmig. Der weiß ganz genau, hier ist irgendwas. Hier ist viel los. Ja, ja, der guckt da oben hin. Der ist das nächste Ziel anscheinend. Naja, ja, wir schleichen uns ja ganz vorsichtig. Na? Da oben sehe ich Schusssequenzen. Okay, hier geht das nicht so. Gehen wir mal ganz hier runter. Das nennt man anständig Ziel, du Anfänger. Oh, da ist einer. Warte mal. Ich glaube, der hat uns noch nicht gesehen. Den ballern wir jetzt mal so richtig einer von hinten. Mal so ein bisschen schöne, gute Zielvorlage. Und jetzt gibt ihn ein 92er Torso. Gehen wir mal zwei Schuss rein. Hoppala, der lebt noch. Das ist aber sehr ungünstig. Der hat sich da versteckt dahinter. Das ist aber nicht so lustig. Okay, machen wir es mal so. Der ist manuell weg. Einmal ein Stimpack. Ja, ja, der ist jetzt dahinter. Jetzt hat er uns ja so ein bisschen blockiert. Wo ist er? Da ist er. Linker Arm, Kopf und bam. Die treffen uns besser. Die treffen uns besser. Rennen wir mal schnell hier rüber. Warum laufe ich jetzt so langsam? Ach so, meine Gesundheit. Ach, ich trage zu viel. Na, das ist ja ein Mist. Das ist aber sehr großer Mist. Was tragen wir denn hier zu viel? Ah, Mist, wir tragen zu viel. Das ist aber gerade sehr ungünstig. Mal sehen, was sagt unser VAST? Torso. Nee, hier den Torso, den hier nicht mehr. Weg hier. Ach, jetzt geht das hier komplett weg. Okay. Ja, das kann nicht wahr sein. Okay. Okay, so geht's anscheinend auch. Reloaden wir mal. Loade, loade, loade. Ja, was los, Wuffi? Was hast du? Wird noch geballert oder nicht? Oh, ich bin gerade sau langsam. Ich muss mal gucken, dass ich irgendwie Gewicht verliere. Wir reloaden mal. Wir gucken mal nach unserem Inventory. Was haben wir denn? Lederrüstung Harnisch. Das gibt definitiv mehr Schutz. Mehr Schutz ist gut. Nehmen wir mal.
Lederrüstung, linkes Bein nehmen wir auch mal. Einmal ablegen, sortieren, Level up T. Okay, durchsuchen, untersuchen, ablegen, R. R. Okay, wir haben einmal weggemacht. Arm, rechtes Bein, Plünder-Outfit bringt mir gar nichts. Das können wir auch ablegen. Lederkombi. Auch einmal anziehen. Dann geht das hier auch einmal weg. Das nehmen wir einmal. Ach, Gurtzeug. Dann ist das besser. Gurtzeug machen wir mal weg. Gammler-Outfit bringt mir gerade nicht viel. Raider-Leder. Wir nehmen nur die Leder-Kombi. Die Raider-Leder machen wir nicht, sonst sehen wir nachher aus wie die Bösen. Eine Sackkapuze. Radiation. Sackkapuze mit Riemen. Machen wir das mal. Ach, ich habe die gedroppt. Mist. Kann ich die wieder aufsammeln? Tatsächlich. Leder. Wo ist die Sackkapuze links geblieben? Aufnehmen. Aufnehmen. Ach, hier hinter uns. Gammler-Outfit. Da ist sie. Sackkapuze mit Riemen. Die Sachen erscheinen dann sozusagen auf dem Boden. Das ist nett gemacht. Gut, also. Einmal ablegen. Plünder-Outfit auch einmal ablegen. Die Sackkapuze. Sackkapuze mit Riemen. Die nehmen wir mal. Dann haben wir den Postpostenmütze nicht mehr. Die macht eh nur Ausdauer. Okay, dann machen wir die mal weg. Rotes Kleid machen wir mal weg. Sackkapuze machen wir weg. Saubere Kleidung. Sauberes grünes Kleid. Schmutziger Anzug. Speißerbrille. Wahrnehmung. Was macht denn unsere normale Brille, die wir auf hatten? Sommerkleidung. Sturmmaske. Die Sturmmaske ist noch besser. Dann nehmen wir die weg. Den Volt-Anzug, den behalten wir mal sicherheitshalber in der Hinterhand. Aha, da geht die Sturmmaske. Wahrnehmung. Wahrnehmung ist plus 1. Die Werte, aber was die geschützt werden, sind besser. Gut. Hilfsmittel, diverses Schrott. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen leichter sind. Oh ja, wir sind leichter. Oh ja, okay. Das war gerade echt übel, dass wir uns da nicht mehr bewegen können. Raumschlüssel, ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch mitnehmen sollten. Wir warten mal ab. Patrone. Rechtes Bein. Weiß jetzt nicht, hatten wir jetzt die andere Beingeschichte? Gucken wir nochmal auf die Kleidung. Räderrüstung, rechtes Bein. Bumm, und dann haben wir da auch AC. Da haben wir da 2-2-2-2. Hier ist der linke Arm. Linkes Bein, rechter Arm. Linker Arm bräuchten wir da noch. Da hätten wir da nämlich auch nochmal Rüstung. Kopf haben wir gerüstet, das haben wir gerüstet. Wie sehen wir denn jetzt aus? Mhm. So sieht also Maya Müller jetzt aus. So typisches DayZ-Outfit. Warum ist da jetzt was langgefallen? Was ist das? Aha, eine automatische Impro. Gut, wir bleiben mal in Deckung. Ich weiß nicht, was hier uns entdeckt. Entdeckt, wir sind irgendwie entdeckt. Mhm. Was haben wir hier? Psycho. Da ist noch eine Spritze. Nehmen wir mal mit. Springmesser.
Schädel, was soll ich mit dem Schädel? Nuka-Cola, okay, die ist leer. Wir werden mal versuchen, unser Gewicht nicht allzu sehr zu belasten. Ja, und vor allen Dingen muss ich erstmal gucken, dass ich hier eine Pause mache, weil wir haben 25 Minuten, fällt mir gerade auf. Deshalb sehen wir uns beim nächsten Mal hier. Level up. Such dir einen. Okay, wir haben noch ein Level up. Oh Gott. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, was wir hier erleben. Also, ciao, ciao. Bye, bye. Und Cheerio.